Und willkommen zurück zu Ark Olympus und heute mal mit einer vernünftigen Einstellung. Ihr habt bemerkt, die letzten zwei Videos, die waren ein bisschen schräg. Ich keine Ahnung nicht, was da so wirklich passiert ist. Ich glaube, weil ich ein paar Einstellungen vorgenommen habe in OBS, also in unserem, in meinem Aufnahmeprogramm, ist da irgendwas gerade schief gegangen und deswegen hat man das Bild gerade irgendwie nur so ein bisschen schräg. Hörst du auf damit, ey? Tollstes Deckswetter und so. Aua, nein, ich fall jetzt gleich um. Du Penner, ich fall gleich wirklich um. Hier wird nur scharf geschossen. Wir haben übrigens Akku mal wieder angezogen. Nachher kriegen wir hier was. Kriegen wir noch Ärger mit. Oh, es regnet nicht mehr durchs Hausloch. Regnet es wohl. Auf Kopf im Arsch. Das ist gut, ey. Also wir haben der Akku mal wieder den Keuschheitsgürtel angezogen, also dass da wieder alles wieder zugeschlossen ist. Akku ist übrigens heute auch wieder nicht mit dabei. Die Arme muss schuften. Haha. Also wie gesagt, Leute, sorry nochmal für das verschobene Bild, aber das war ein Versehen. Aber war jetzt nicht so weit, wie ihr seht, ja, nur zwei Aufnahmen haben wir damit gemacht und das ist okay. Ich habe übrigens gerade eben ein bisschen Holz geprügelt. Ich hasse es, wenn es ins Haus regnet. Das müssen wir echt lösen. Das Problem, weil... Wofür gibt es denn das Haus? Aber es reinregnet. Ach ja, übrigens an den Zuschauer, der gefragt hat, welche Mod das hier ist. Das ist keine Mod. Die Landkarten kann man aus ganz normal auf Standard Ark craften. Wie heißen die überhaupt? Warcraft. Ach, bitte. Kriegskarte. Ach, ich habe es immer noch auf Deutsch stehen. Habe ich noch nicht umgestellt. Daran sieht man mal, wie viel Zeit ich mir hier gerade so nehme, ne? Ich stell wieder raus. So. Ich bräuchte eigentlich... Biber wäre ganz cool. Oder Mammut. Wir hätten uns einen Mammut zähmen sollen. Da hätte ich wenigstens ein Tier, was Holz farmt. Sollen wir mal ganz kurz noch schnell in Mammut farmen gehen? Mammutfarmen. Mammut zähmen ja, geht. Ein bisschen schwierig, aber kannst du es mal versuchen? Wir fahren Mammuts und zähmen Sattel. Ich will mal kurz was testen. Kannst du schon mal ausrüsten? Warte, ich kann noch ein paar Narkotik machen. Du mir, glaube ich. Ah ja, gut, du hast mir hier das Gewehr. Das ja, ist. Ich hab beide. Ah, cool. Nicht mich alle raus, ich hab mir. Ja, ich 40. Nicht mal 40 brauche ich, ey. Ich brauche nur 20. Ich schieße sowieso davon die Hälfte daneben. Mann, ich hasse es, wenn es regnet durchs Haus. Stelle ich mich so hin, okay. Okay, nehmen die mit. Wir haben nur Narkotik-Paste 2. Tu die Hälfte da rein. So, die kannst du haben, die 2. Das ist nett. Damit habe ich 10. Ja, ich auch, deswegen. Okay. Pass auf. Wir machen Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Stego nochmal 2-3 Büsche wegfetzen, damit wir ein paar Beeren haben. Das ist nicht geil, Leute. Komm, sag das doch mal. Wer nutzt denn von euch denn? Schreibt mal in die Kommentare, wer nutzt denn von euch noch die Tiere wie Stego, Paki, welche Tiere sind so noch wirklich nicht wirklich sehr... Paki, ja. Stego, Zweig... Trike, genau, Trike. Also richtig Trike. Oder den Pacurino. Den anderen, der ist ja auch... Hier, der konnte Wasser gehen, dieses eklige Sumpftier da. Diplodocus. Nee, Diplodocus. Was meinst du? Diplodocus war der... Ah, Diplodocus ist übrigens auch einer, den keiner will. Diplocaulus. Hm. Die Kaulquappe da. Der eigentlich ganz gut ist, eigentlich unter Wasser. Aber... Ja, bestimmt, aber... Scuba-Tank, ne? Nimmst ein Hai, Scuba-Tank. Weil das Problem ist ja an dem Diplocaulus ist, du kannst ihn ja auch erst recht spät zähmen und dann kannst du ja mal, kann man ja meistens dann schon den Scuba-Tank. Und dann hat man ja meistens dann schon Hai. Also braucht man. Das heißt Dex. Ich finde. Geht mir nicht ins Wasser. Ich gehe gar nicht ins Wasser, dann habe ich ein Problem ganz gelöst. Wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? 46, nicht viel. So, dann machen wir jetzt mal hier. Das Wichtigste, Bewegungsgeschwindigkeit. Das Wichtigste.
Ja, Nahrung, Sauerstoff, Sauerstoff, na klar, ich gebe erstmal ein paar Pünktchen auf Sauerstoff von mir. Wir haben natürlich jeden Tag, wenn wir mal online kommen, haben wir immer direkt vor der Tür Kopierende. Skorpione. Ich wollte gerade sagen, was sind das für ein Schweinchen hier? Das ist eine Hyäne. Der Schwein, würde ich sagen. Und die will nicht angreifen, sobald die großes Tier sehen, die feigen Schweinchen hier. Ist halt, mit Decks legt man sich nicht an. Ja. Er ist bestimmt ein Bruder oder so, hat die gleiche Körpergröße. Der ist alleine im Moment. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Eigentlich könnte man den zähmen, ne? Aber das ist ja, ach, das ist ja mit dem Zustecken die ganze Zeit. Ach, nö. Wir hätten das Farm höher stellen müssen. Der farmt mir zu wenig. Schwein hier. So ein riesengroßer Schwanz mit Spitzen und kriegt dann gerade mal fünf Bärchen hier aus dem Busch. Was sagst du dazu? Läuft er weg. Keine Ahnung. Was? Was ist denn? Keine Ahnung. Übrigens hier vorne, da wo ich jetzt gerade hingucke, da hinten seht ihr, wo mein Kopf gerade ist, da dieser Hochweg, hier, da diese Plattform. Also müsst ihr auch genau auf meinen Kopf gucken, dann seht ihr gerade, was ich zeige. Da hatte ich mir überlegt, so einen Außenposten oder was zu bauen oder auch vielleicht eine kleine Base. Und ihr wisst ja vielleicht, in der letzten Folge war der Stone mal ganz kurz spazieren, Ausritt. ja, ein Ausritt und da genau den Weg hoch sind. Wie viel Gigas gewesen? Bei. Zwei auf einer Stelle. Ja, well done. Let's do it. Ja. Let's tame it. Aber willst du wissen, wo wir die Gigas bekommen, ne? Vor der Haustür. Ich Kann stell ich vor, mal gehen? die würden jetzt den Berg runterjumpen und die wären dann auch noch hier bei uns in der Nähe. Läufst du runter und hast einen Giga auf der Fresse? Hallo, ich bin's. Ich finde es immer noch super, dass der Giga, einer der bösen Dinos, sind, die wirklich fast alle Hügel, Berge, Steine hochlaufen können. Der könnte hier problemlos loslaufen. Der hatte gar keine Probleme damit. Was holt im Winter tatsächlich? Natürlich nicht. Ein bisschen. Acht. Hier schieft. Ich bin hier gerade nur ein Bären am Fetzen und der farmt ja auch so gut wie gar kein Holz hier. Ich fahre ja schon mehr als dieser Arsch hier. Die Sie Arsch. Arsch. Und Baum mit Stein ist auch schön. Ich kann dir mal ganz kurz erklären, was das Problem war, warum die letzten zwei Videos so ein bisschen verzerrt waren, also verschoben. Ich habe ja alle den ganzen Rechner, den ganzen Programme neu installiert und dann unter anderem auch das Aufnahmeprogramm. Und dann habe ich dann Arc gestartet und dann hat Arc erstmal so eine ganz bescheuerte Auflösung gemacht von, oh Gott, ich gucke gerade Also mal. 240 Ja, so im im Monat. 1600, also ein, ich weiß nicht, 1600 mal ein, also 1680 und oder so ähnlich oder 1440. Weiß der Geier, was das für eine Auflösung war. Und das Aufnahmeprogramm hat das dann auch erstmal so übernommen und hat das Bild klein gemacht. Dann habe ich das natürlich dann größer gezogen, das Bild. Und dann habe ich erst die Auflösung im Spiel wieder vergrößert. Und dann hat sich das Bild dann auch im Aufnahmeprogramm dann mit vergrößert und ist dann so gesehen außerhalb des Randes gewesen. Und deswegen ist das alles ein bisschen verschoben gewesen. Naja, nicht so schlimm. Ich hatte doch eigentlich Holz mitgebracht. Ja. Hast schon verarbeitet, ja? Ja. Deswegen, wir müssen unbedingt einen Dingsbums haben Ja, hier. Mammut zu werden. Dann gehe ich mal eine Runde. Ich sag jetzt nicht. Haben wir immer noch Kackefleisch? Gammelfleisch? Fleisch in dem Inventar von dir vielleicht. Oh, nach dem Inventar. Ich habe kein Fleisch. Ich esse die ganze Zeit nur Gemüse hier. Okay. Fleisch machen. Guck mal in dem Futter oder so. Ja, 27. Und den Allosaurus? Ah ja, der ist genau. Okay. Ja, Können 41. den tut eigentlich auch mal einen Sattel aufsetzen. Hast du? Nein. Ich habe einen Sattel eben hier reingelegt. Ist das der gewesen? Ja? Oh, fucking freaky. Hier ist ein Schwert drin. Von wem ist das? Für dich? Oh. Hergestellt.
Ist ja schon krass, ich bin ja fast gut ausgerüstet. Aber nur fast. Aber nur fast. Mir fehlen jetzt nur noch die schönen Haare. Hast du eigentlich Obsidian jetzt gefunden? Ja, noch nicht. Ja, noch nicht weit, dann hast du ja gesagt, da ist was und dann bin ich zurückgekommen. Eigentlich können wir, es gibt's doch immer hier, es ist was. Was? Nur ein? Wo sind denn die fucking Bären? Habe ich die jetzt nicht rausgeholt? Ach, ich habe die hier reingeschmissen. 138 Bären sind hier dran. Ja. Nochmal sorry, dass der Freitag-Nacht-Stream ausgefallen ist. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Ich hatte eigentlich einen Termin und ich habe den Termin ja dann wahrgenommen, aber dann die anderen Leute nicht. Und dann war ich dann da beim Termin und keiner dann da und der Stream ist deswegen ausgefallen. Da war ich echt angeschissen. War ein bisschen sauer. Weil, ne? Du weißt ja selber, dass die Streams mir immer gut gefallen. Ich mag das immer mit euch zu quatschen. Quatschi. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Narkotik-Shit hier? Ah, das dauert ja noch Ewigkeiten. Komm, ich geh mal währenddessen noch ein bisschen farmen. Mit. Ronja, Räubertochter. Hier ist ein bisschen das. Der Alo folgt Ronja. Warum tut er das? Ist egal, komm, den brauche ich zur Verteidigung. Ja, der ist 136, der frisst alles weg. Ja, auf das Holz. Und der Ronja folgt mir. So verfolgen wir uns alle. Das sind alles meine Followers. Wer hast du nicht? Ich habe nur zwei Followers, aber dafür ein Allosaurus. Wer hat schon einen Allosaurus? Ich gucke mir letzte Zeit sehr, sehr, sehr gerne den Livestream von PewDiePie an. Er macht jetzt letzte Zeit mal wieder vernünftigere Videos als hingeklatschter Mist. Und er spielt gerade, wie heißt das? Was? Ground Unknown? Ja, Underground Battlegrounds. Ja, irgendwie sowas. Das ist dieser Battle Royale-Verschnitt von HNZ1 Kopie oder sowas, ja. Oder ob es wirklich eine Kopie ist, keine Ahnung. Hat bestimmt jemand anders ein anderes Spiel sogar noch besser gemacht. Und das gucke ich mir ganz gerne an, weil er kann das richtig gut. Läuft. Gefällt mir. Ich mag ja seine ironische Art auch. Sein Thumbnail vom Video ist immer irgendwas anderes. Also hat nichts mit dem Spiel zu tun, überhaupt nicht. Das ist auch nicht seine Art, das zu machen, ne? Und er macht dann natürlich, dann tut er dann, keine Ahnung, irgendwie einen Hase drauf oder einen Delfin oder so. Player Unknown's Battlegrounds. Genau, das meine ich. Ich bin jetzt ja gewillt, das zu kaufen, weil ich ja diese Spiele selber sehr, sehr, sehr gerne spiele. Ihr habt es ja vielleicht mal gesehen, Battle Royale von HNZ1 damals habe ich auch gespielt. Nur, was heißt er jetzt? Wie heißt es? King of the Kill, genau. Ich bin aber so ein bisschen genervt, weil das eigentlich nichts anderes ist, außer King of the Kill. Und das habe ich ja schon. Aber das ist nicht mehr gut. Das ist das große Problem. Keine bösen Dinos hier, wo sind denn die? Ich bin vor dir flüchten gegangen. Oh! Vorsicht, Dex kommt! Komm runter! Komm runter! Was ist denn jetzt los? Flieg mir weg! Du Scheiße, du komm! Komm her, es gibt Fleisch! Was ist das? Oh, ein Allosaurus kommt angreifen! Oh, ganze Familie Allosaurus kommt angreifen! Ganzen, oh wei! Oh wei! Wo kommen die denn jetzt her? Stone, komm helfen! Oh nein, Nachladebug! Bin ich jetzt gleich tot? Oh nein, fuck you! Ja, die kämpfen ja schon, aber ich bin gleich tot! Lad doch nach! Lad doch nach! Ah, okay, einen habe ich gekillt. Hinter dir, genau, noch einer. Wo kommen die denn jetzt? Ach, das... Oh, ich hab's verstanden. Das war der Adler, den ich abgeschossen habe, der gerade weggeflogen ist und bluten war. Den habe ich abgeschossen.
Und da, die sind dem gefolgt und wollten den fressen. Aber hey. Alter Verwalter, komm, hier gerade mit dem Berg da hochgeschafft. Ich gebe dem armen Wolf mal ein bisschen Leben, ey. Wie geht's denn eigentlich unserem 136er? Gut. Bisschen Leben ist gut, ey. Der Wolf ist ja. Dem geht's gut. Bisschen Leben hat er verloren. Wirklich nur ein bisschen. 300 von 400. Nee, ich meine dem. Hallo. Dem Alu, der hat knapp 1000 verloren gehabt oder so. Ich meine, der Wolf hat 3000 verloren. Ja, der Wolf hat da nicht viel Leben, das ist ja was ist Level 25er. So, ist ja voll. Wer ist der andere gewesen? In dem bin ich gekommen. Hab ich schon wieder aufgelevelt. Oh, das ist Level 30. Not bad. Achso, warte mal kurz. Hier, ich war ja gerade fertig am. Warte, ich hätte noch irgendwo anderes Holz hingelegt gehabt. Das hat nämlich irgendein anderer, der, irgendein Alu hat mich angegriffen gehabt. Aber der war ziemlich schwach, der hat mich nicht gekillt bekommen. Ich weiß nicht, muss man nachgucken in der Aufnahme, welches Level der war. 26. Also war einer der höchste von denen, glaube ich. Einer war ziemlich low. Juhu! Ich mach, glaube ich, noch ein bisschen Tragkapazität dazu. Okay. Hier rauscht es immer noch. Was ist Wolfgeheult, oder? Nee, rauschen. Ich habe immer hier an so einer... Oh, ist eine Tasche. An so einer Stelle habe ich immer Rauschen. Regnet. Bei dir? Ja. Okay. Siehst du, deswegen habe ich ein Alu mitgenommen. Was ist denn hier weggeschmissen? Also, in-game. Ja. Bei dir regnet es da hinten? Unsere Base gerade. Kann gar nicht sein, bei mir regnet es nicht. Ja, dieses imaginäre Regen. Nee, jetzt wirklich auch eine. Ja, hoffentlich bleibt das jetzt nicht an der Base. Das sieht irgendwie weiter so. Ich habe übrigens Kontakt, das weiß der Stone schon, aber deswegen rede ich das sage ich das gerade mal euch. Zum Entwickler der Karte, der hat mich angeschrieben. Ist ein Entwickler. Und wo habe ich gesagt? Pennsylvania, ne? Aus Pennsylvania, US. Kommt er her? Und er fand mein Intro so toll und hat das dann direkt mal bei sich beim Steam im Workshop mit hochgeladen. Finde ich ganz gut. Nett gemacht. Und wir werden ihm natürlich ganz sicher auch ein paar Bug-Reports geben, weil es gibt natürlich einige Stellen jetzt wie dieser Sound hier. Windsound, der ist ein bisschen Banane, der passt hier gar nicht hin. Oder so ein paar Regenstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Karte zu tun hat oder vielleicht hier irgendwie was mit der Einstellung bei uns. Wer weiß. Ich glaube eher Windkarte. Guck mal, jetzt kommt der. Komm doch. Komm, komm. Du kannst mich da. Das hast du davon, du blöder Penner. Ich hab mir doch gesagt, ich hab's gehört. Ich nehme das Blöde zurück. Ich nehme das Blöde zurück. Er ja, ist aber cool aus. Habt ihr das gerade gesehen? Wie geil er lief? Der. Eine coole Bewegung, ne? Vom Sabertooth. Sah richtig geil aus, als er gerade auf mich zugelaufen kam. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Narkotikpaste? Ich würde gerne mal Mammut jetzt mal zähmen. Die müsste ja schon lange fertig sein, oder? Schon ein bisschen was da schon, ja. Ja. Dann komm, gehen wir mal los. Ich gehe jetzt noch den Berg hoch, hau jetzt noch die ganzen Bäume ab und dann kann's auf den Mammut losgehen. Was soll ich versuchen? Wir wissen noch da hinten, wo wir herkamen. Das war ein bisschen weit weg. Bisschen weit weg. Ja. Ich mach mal so. Ich nehme den Alu und mach mal eine Suchrunde. Und dann kannst du ja währenddessen das Haus da hinten weiterbauen. Ich bringe hier mal ein bisschen Holz erstmal mit. Ach, was mache ich denn überhaupt? Ich brauche echt so eine Wüste, das ist echt ätzend hier mit der Hitze hier war. Ja, ich habe auch irgendwie immer kalt, immer warm, immer lustig. Wie ich die Alus liebe. Der Alu sieht da eben mehr aus wie eine Echse und der Juju, der sieht eher aus wie so ein Pelzplüschtier. So.
Du folgst noch Ronja, sollst aber keinen mehr folgen. Ach, das war falsch. So, ich bringe mal ein bisschen Hölzli. Hast du irgendwas zu saufen eigentlich hier? Hier, achso, ich leg das mal hier rein. Ich habe 1000. 1000 und noch was dabei. Das noch da rein und. Warte, die Beeren tue ich noch hier rein. Erklär mal ganz kurz den Leuten, warum du hier so komisch baust. Ich ersetze das alte Haus. Aber die sagen jetzt, warum macht ihr das nicht direkt, reißt alles ab und baut neu? Weil wir die ganzen Sachen noch behalten können, die hier drin sind. Right. Oh nein. Stück für Stück. Genau. Bei mir regnet es hier gerade. Bei dir auch? Ja, als ich gerade hochkam, hat es geregnet. Jetzt nicht mehr. Da hinten, ja. Also da hinten regnet es bei mir. Da hinten, wo die Steine, wo der dickere Felsen gerade da hinten ist. Da. Ja, hier regnet es gerade. Echt freaky, ey. So, ich nehme mal Alu. Ich muss sowieso mal zum Wasser runter. Pass auf, wir sind von da hinten gekommen. Oh, ich bin wirklich umgefallen, weil ich Durst habe. Und ich falle gerade den Berg runter. Fuck. Fuck. Nein, ich putze den Berg runter. Ich liebe das. Nein, aua, aua, aua. Ey, schlägt sich gerade. Ich komme mir vor wie Homer Simpson. Oh, nein. Oh. Jetzt liege ich da, der Bärtige. Was Alu neben dir? Ja, aber warum bin ich denn umgefallen? Ja, wegen Durstig, ich dachte. Ja, aber ich habe jetzt gerade so schnell die Sterne wieder verloren. Die Sterne gehen jetzt schon wieder hoch gleich. Ich will noch was essen. Was mache ich denn? Boah, ich bin kurz am Sterben. Oh, hier unten ist eine Rex-Familie. Hm. Du bist auch gerade hier unten gewesen, oder nicht? Ich bin schon wieder ein Hochlauf. Achso. Die Rex-Familie hätten wir eigentlich killern können, ne? Oder zähmen können. Je nach Level. 240 dabei ist, Du mit deinem High-Level immer. 150, Entschuldigung. Ja, ich meine, der tötet uns. 150 ist High-Level. Achso, ja. Das sowieso. Ich geh mal ein bisschen fighten mit hier und mit unserem. Boah, alles voll Stegos, ey. Keine Familie. Ich bin voller Nutznießer. Ja, hier war die ganze Kano-Familie, die hat. Oh. Gar keine Ausdauer mehr. Hallo? Was ist los? Das war gerade bei mir irgendwie stehen geblieben, das Spiel. Also hier, meine Figur, ich konnte gerade nicht mehr bewegen. Was war das denn? Die hatte gerade eine Kano-Familie, eine Stego-Familie angegriffen und die waren alle schön am Bluten. Und dann bin ich einfach dazwischen gejumpt und hab alles gefressen. Du Spieler, du Alter. Wusa! Hoffe, dass du nicht zum Bullen mutierst. Jetzt ist mal was offen gehen. Dex hat mir ja angesprochen wegen der UI-Einstellung, wo du das unten größer und kleiner machen kannst. Leiste. Lass du dich noch? Ja, aber das war ja nicht für mich gedacht, das war für jemanden, der es gefragt hatte. Achso, das kannst du machen über eine Einstellung. Wenn du Einstellung aufrufst, oben rechts UI General, kannst du gerne. Bei Item Scaling ist dann die Leiste unten direkt. Sekunde, ich gucke, ich zeig das mal ganz kurz, dann machen wir es ganz kurz zusammen. Na, komm mal nach, komm ein bisschen höher, okay. So, wo, Einstellung? Dann rechts oben, über der Kamera. Ach, hier. Das habe ich doch gemacht. Ja, das ist das Kleine und Große, kannst du da. Ach so, nee, das habe ich nicht gemacht. Das ist gar nicht das, was ich meine. Ah, stimmt. Ich habe bei den Leisten zum Beispiel ganz klein gemacht. Will ich gar nicht, ne? Ich finde die ganz groß so eigentlich so nett.
Ja, ich brauche ja nicht alles für den ganzen. Ich weiß ja, was du meinst. Den kann ich hier kleiner machen, hat man rechts. Also alles andere habe ich groß gelassen, weil Leben so, das wird sich schon. Sollte man sehen. Greifst du mich an? Hey, so auf die Odolus hier anzufressen. Oh, das ist ein Level schon was höher. Was ist ein Level? Oh, 88. Was denn, ey, was ist denn los mit der Zahl? Hier ist immer 88er Tiere unterwegs. 88? Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Kommen wir bei uns auf den. Bei der Battlebacker-Serie. Auf Rechner kommen wir auch auf 88er. Ich mach mal ganz kurz den Laufsound ein bisschen. Also Gesamtlautstärke-Effekte machen wir ein bisschen runter, Leute. Das ist echt so. So, wir müssen das eigentlich hier. Ja, so ein bisschen leiser, ne? Ich, sonst ist es zu laut und das ist dann irgendwie ein bisschen übertönt, das hier alles hier. Das ganze Gedudel. Hier auf der Seite, wo ich gerade bin, also wenn du jetzt gerade runter guckst, Richtung Plateau, links. Da bin ich gerade unten am Wasser. Ja. Und hier ist eigentlich nichts Großes. Böses unterwegs, eher so ein paar Raptoren oder sowas. Ein paar Kanos habe ich gerade, aber keine. Hier sind viele Dodos unterwegs, Lystros, ja, das sind die anderen Scheißer hier. Trikes und so. Aber hier bin ich hier sowieso falsch, um ein, Du musst genau in die andere Richtung. Ja, ich müsste genau in die andere Richtung, aber ich wollte mal ganz kurz hier rüber schwimmen. Auf der anderen Seite, weil das ist, glaube ich, der Berg, wo es die Greifen gab, ne? Ja, der Berg und Greifen ist ein bisschen weiter weg. Bist du sicher? Ich meine, es wäre hier. Nicht der in der Mitte, sondern der bei einem bisschen roten Strahl. Beim Wasser. Rechts von der Wüste. Ja, ich muss gerade mal hier. Achso. Du kleine Scheiße. Ihr meint, weil ihr im Wasser seid. Wenn ich euch hier alleine lassen, ich werde euch fressen. Oh, das ist aber hoch. Level ziemlich hoch. Kopfstöße. Nicht? Was ist denn hier für ein Tümpel, ey? So, roter Strahl oder roter Arc? Roter Strahl. Dahinter also, okay. Ja, der Berg dahinter. Meinst du, das war nicht der? Ich gehe mal ganz kurz hoch. Ich meine, das wäre der jetzt hier gewesen. Das ist der mittlere. Das ist einfach der mittlere Berg. Okay. Oh, wir sind aber schon über der. Fast über der Zeit, ne? Das greift mich ja gar nichts an, wenn du mit dem Ding hier, mit dem Alu unterwegs bist, ne? Nichts greift dich an. Sehr cool. The King of the Wing? Ja, bis dann plötzlich der Giga um die Ecke jumpt und meint, hier ist the King of the Ring. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Ausdauer in den reinpushen. Und er pumpt auch ganz, ganz langsam nur die Ausdauer hoch. Es gibt übrigens noch andere tolle Fabelwesen. Wer mich ganz, ganz besonders interessiert, ist der riesengroße, dicke, fette Oger. Mich interessiert der Baum. Der Baum ist auch nicht schlecht. Der ist bestimmt im Redwood Forest, ganz sicher. Passt also besser dahin. Der Oger, der gefällt. Oh, ist ein Spino! Langweilig. Und ein T-Rex. Der blutet, oder? Oh, ne, ist rot. Scheiße. Jumpsen an. Ja, er blutet! Ups, ist rot. Nein. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt mal hier zurück. Das ist der richtige King of the Ring da vorne. Shit, ich will einen Mammut haben. Wir unseren Alu jetzt, den wir ja so schön geschenkt bekommen haben. Oh Gott, wie laufe ich den hier hoch? Deswegen will ich den jetzt nicht einfach so verlieren, indem ich jetzt irgendwo eine dumme Aktion mache. Kein Kommentar. Ich doch nicht. Hä, was ist denn hier gebaut worden? Wo ist es hier? Eine Explorer Note. Ich glaube, es gibt gar keine Explorer Notes, ne? Ne.
Okay. Leute, hier oben auf dem Berg werde ich jetzt mal ganz kurz die Abmoderation machen. Eigentlich ein cooles Bild, ne, Leute? Ich finde das so geil, das Teil. Ich liebe, wie heißen sie hier? Alus, ich liebe sie wie die... Was, ich liebe sie? Kann man eigentlich mit dem Schrein nähen, ne? Wenn du mehrere hast. Ah ja, klar, der neue Alpha, ne? So war's. Geiles Teil. Super schön. Okay, Leute, das war's. In der nächsten Folge werde ich ganz sicher dann schon mal einen Mammut gefunden haben. Ich denke mal, das setze ich jetzt mal jetzt noch nicht hier dran. Ich laufe jetzt mal ein Stückchen erstmal alleine weiter und vielleicht wird es dann hinten, wenn ich jetzt den Berg hier mal runterrutsche, vielleicht wird es dann dort mal ein bisschen spannender. Rutsch, rutsch. Oder ich bin dann tot. Aber ich werde erstmal erst hier runterkommen und dann, wenn ich in den Redwood Forest eintrete, dann werde ich die Aufnahme dann wieder mal starten. Also Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Däumchen hoch und tschüss. Düdeli düdeli. Ja, nochmal winki winki. Danken. Entschuldigung. Grüßen. Oh, ja. Ich will jetzt unbedingt eine Schere haben. Ich will meine Haare endlich wieder machen. Ich hab Ruhe. Hi, Opa.